Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur Nachtvorlesung Nachgefragt hier im Internet bei Asklepios. Heute wollen wir wissen, welche modernen Medikamente es bei Prostatakrebs gibt. Dazu habe ich mir eingeladen Professor Dr. Wülfing, Chefarzt der Urologie an der Asklepios Klinik in Altona. Hallo. Hallo Frau Duvenek. Da würde ich als erstes mal generell gerne wissen, was passiert eigentlich bei Prostatakrebs? Prostatakrebs ist, wie der Name schon sagt, eine bösartige Veränderung der Prostata. Viele Männer haben auch mit gutartigen Vergrößerungen der Prostata zu tun. Prostatakrebs ist die bösartige Veränderung. Wir wissen leider nicht, wie es genau dazu kommt. Es gibt auch keine richtigen Risikofaktoren oder Umweltfaktoren, die wirklich sicher, wie zum Beispiel das Rauchen beim Lungenkrebs, identifiziert worden wären. Insofern haben wir da noch etwas im Dunkeln. In jedem Fall kommt es im Verlaufe des Alters, es ist meistens eine Erkrankung des älteren Mannes, zu einer bösartigen Veränderung eben der Zellen in der Prostata, was sich häufig gar nicht erst bemerkbar macht. Und diese Situation ist was, was wir als Urologen zum Beispiel in Früherkennungsuntersuchungen versuchen zu erkennen, um eben diese im Übrigen sehr häufige Erkrankung bei Männern rechtzeitig zu entdecken und gegebenenfalls behandeln zu können. Das heißt also, dass der Patient nicht unbedingt Beschwerden haben muss? Das ist vollkommen richtig. Es ist immer wieder auch überraschend zu sehen, dass viele Männer, die betroffen sind, zunächst mal gar nichts davon merken. Es gibt natürlich indirekte Zeichen. Viele haben vielleicht schon von dem Tumormarker PSA gehört, das prostataspezifische Antigen. Ein Tumormarker, den man im Sinne einer Früherkennungsuntersuchung auch bestimmen lassen kann. Und wenn dieser Tumormarker zum Beispiel erhöht ist, dann kann das, muss nicht, aber kann ein Zeichen eben sein, was man ebenfalls nicht spürt, aber man sieht es im Laborbogen, dass dieser Wert erhöht ist. Und das kann ein Zeichen eben für eine bösartige Form dieser Prostataerkrankung sein. Aber körperliche Schmerzen oder andere Dinge, wie es vielleicht bei anderen Tumorerkrankungen vorkommt, ist eher selten. Gibt es denn Studien über die Häufigkeit der bösartigen Form? Also wir wissen zunächst mal, dass inzwischen der Prostatakrebs die häufigste Tumorerkrankung beim Mann ist. Also wenn man alle Krebserkrankungen nimmt, dann war eigentlich bis vor einigen Jahren das Lungenkarzinom, der Lungentumor, die häufigste Tumorerkrankung. Inzwischen ist es das Prostatakarzinom, was ein bisschen auch daran liegt, dass wir auch viel häufiger als früher danach suchen, weil wir eben durch die Hilfe unserer Tumormarker eben auch schneller und besser auf die Spur dieser Karzinome kommen. Was aber die positive Nachricht dabei ist, die Sterblichkeit durch eine Tumorerkrankung, bei dieser Liste steht das Prostatakarzinom nicht ganz oben. Es gibt also viele Männer, wie man manchmal auch etwas vereinfachend sagt, die nicht mit Prostatakarzinom sterben. Insofern, bei der Häufigkeit der Sterbefälle ist das Prostatakarzinom an dritter, vierter, fünfter Stelle ungefähr bei allen Tumorerkrankungen. Trotzdem sind hiervon auch in Deutschland ungefähr 10.000 Männer im Jahr betroffen, die an dieser Erkrankung versterben, weswegen wir Urologen natürlich bemüht sind, diese Fälle rechtzeitig herauszufischen aus den vielen Prostatakrebserkrankungen, um die dadurch eben auch Probleme haben werden, rechtzeitig herauszufischen und behandeln zu können. Das heißt also, dass es früher wahrscheinlich genauso viele Erkrankungen gab, sie nur heute eher erkannt werden durch Prävention oder durch mehr Vorsorgeuntersuchungen? Ganz genau. Also es ist davon auszugehen, dass der Anstieg der Häufigkeit, und der ist belegt, bei der Entdeckung dieser Karzinome vermutlich auch an der verbesserten Diagnostik liegt, sodass wir heute in der Lage sind, besser diese Tumoren zu entdecken. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn generell? Zunächst mal muss man sagen, dass es häufig sehr unterschiedlich ist, wie ein Prostatakarzinom sich verhält. Also Prostatakarzinom ist nicht gleich Prostatakarzinom. Wir sind heute in der Lage, verschiedene Parameter bei der Diagnostik anzuwenden, ob es die Blutwerte sind, ob es die Pathologie ist von einer Biopsie, die man machen kann. Also verschiedene Parameter, die uns helfen, dieses Karzinom einzustufen, ob es eher ein
früher hieß es Haustierkrebs ist, also ein Krebs, der nicht so sehr aggressiv ist, oder aber ob es ein Tumor ist, der eben sehr aggressiv auftritt. Und das sind die Tumoren, die man natürlich auch vermehrt behandelt. Wir gehen, um Ihre Frage zu beantworten, durchaus heutzutage auch bei weniger aggressiven Tumoren dazu über, sie nur zu beobachten. Man spricht auch von einer aktiven Überwachung. Das heißt, Prostatakrebs muss nicht immer nur gleich behandelt werden. Mhm. Und da helfen uns eben Parameter, die uns abschätzen lassen, Patienten, die zum Beispiel nur wenig aggressive Tumoren haben, eben mit einer Überwachung zu behandeln. Das heißt, man würde solche Patienten regelmäßig beobachten und engmaschig untersuchen, aber nicht unbedingt im ersten Schritt gleich behandeln. Wohingegen Patienten, die eher aggressivere Tumoren haben, im Prinzip andere Möglichkeiten der Therapie haben. Hier ist zum Beispiel die Operation eine Möglichkeit, also die Entfernung, die radikale Entfernung der Prostata. Dieses wird auch als radikale Prostatektomie bezeichnet, kann mit verschiedenen Methoden heutzutage gemacht werden. Eine offene Operation, eine minimalinvasive Operation, bis hin zur nächsten Form der Behandlung, der Bestrahlung. Auch die Bestrahlung hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen, ist technisch in der Lage, sehr gezielt dieses Organ vom Krebs zu befreien. Also beide Methoden wären auch eine Möglichkeit mit einem kurativen Ansatz, also mit dem Ziel, die Krankheit wirklich wegzumachen und den Patienten zu heilen von dieser Erkrankung. Wie gesagt, da würden Bestrahlung und Operationen in Frage kommen. Die vierte Möglichkeit neben Operation, Bestrahlung und Überwachung wäre eine medikamentöse Therapie. Und hier ist interessant, dass das Prostatakarzinom eigentlich eine Domäne der sogenannten Hormontherapie ist. Mhm. Es gab in den 40er, 50er Jahren interessante Erstuntersuchungen dazu und sogar einen Nobelpreis, weil eben festgestellt wurde, dass das Prostatakarzinom ähnlich zum Beispiel wie auch Brustkrebserkrankungen durch das männliche Geschlechtsorgan oder also durch Geschlechtshormone zum Wachstum angeregt werden. Diese Hormontherapien haben sich im Laufe der Jahre durchgesetzt. Warum sprechen wir dann jetzt von neuen Medikamenten? Mhm. Worum geht es dabei? Das sind sehr interessante Zusammenhänge. Man muss zunächst mal sagen, dass tatsächlich nach der Entdeckung durch Charles Huggins, ein Forscher, der in den 40er Jahren diese Untersuchung gemacht hat und eben festgestellt hat, dass wenn man bei zunächst mal hat es bei Tieren untersucht, aber wenn man bei Männern das männliche Geschlechtshormon, das Testosteron, blockiert, dass es dann eben zu einem Abfall oder zu einem Rückgang der Prostatakarzinomaktivität kommt. Und dies hat dazu geführt, dass man Hormontherapien entwickelt hat, die seit den 60er Jahren ungefähr, also mittlerweile 40, 50 Jahre, etabliert sind und eigentlich eine Langzeittherapie für die Patienten bedeutet und auch in der Lage ist, Patienten über viele Jahre in einer relativ stabilen Situation zu halten, was das Tumorwachstum angeht. Und das, was man auch sagen muss, ist, diese Therapien sind relativ gut verträglich. Also es gibt kaum wirklich Nebenwirkungen, die zum Beispiel vergleichbar wären mit anderen Krebstherapien, wie zum Beispiel einer Chemotherapie. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, wir verstehen noch nicht den Grund, aber es ist so, dass diese Hormontherapie in einigen Fällen nicht für immer wirkt. Das heißt, wir haben bis vor einigen Jahren die Situation gehabt, dass Patienten, die mit dieser Hormontherapie behandelt werden, über viele Jahre durchaus stabil sein können und der PSA-Wert auch unter Kontrolle ist, das Karzinom unter Kontrolle ist und plötzlich ist es zu einem Wiederanstieg der Werte kommt, zu einem Wiederaufflammen der Krebserkrankung und man einfach feststellen muss, dass es hier zu einem hormonunabhängigen Stadium kommt. Man kann das vergleichen, das ist vielleicht erlaubt, so einen Vergleich mit dem Alltag, wenn Sie Pflanzenschutzmittel verwenden, dann hat man am Anfang Erfolg, aber irgendwann kommt es dazu, dass auch resistentes Unkraut trotzdem durchkommt und so ähnlich ist es tatsächlich auch mit diesen Krebszellen. Die Hormontherapie hat also leider in einigen Fällen das Problem, dass sie nicht dauerhaft hält. Also und die Krebszellen gewöhnen sich? Die scheinen sich zu gewöhnen beziehungsweise eben zu befreien aus dieser Kontrolle, um dann wachsen zu können wieder und damit flammt die Prostatakrebserkrankung wieder auf. Und wir hatten bis vor kurzer Zeit das Problem, dass es hier dann keine weiteren Therapiemöglichkeiten gab und man einfach zusehen musste, wie dieser Krebs mehr oder weniger ungebremst wachsen kann.
Und hier setzt das an, was Sie fragen, die modernen Medikamente, die wir seit einiger Zeit jetzt zunehmend sehen, also unterschiedliche Entwicklungen, die wir bei diesen Patienten dann einsetzen können. Kann man das so ein bisschen einordnen, was moderne Medikamente eigentlich bedeutet, so dass es trotzdem jeder versteht? Ja, absolut. Bei Krebstherapien sind ja verschiedene Ansätze bekannt. Wir hatten von der Hormontherapie gesprochen. Viele Menschen kennen das Wort Chemotherapie aus den unterschiedlichsten Krebsbehandlungen oder Krebsarten, wo es zur Anwendung kommt. Interessanterweise muss man sagen, dass beim Prostatakarzinom bis Anfang 2000, 2001, 2002 kein einziges Chemotherapeutikum eine Wirkung gezeigt hat. Es war also eigentlich immer klar, dass eine Chemotherapie beim Prostatakarzinom nicht wirkt. Und das ist durch das gewissermaßen erste moderne Medikament, was jetzt nach 10 Jahren schon eigentlich nicht mehr modern ist, aber eine moderne Entwicklung auch damals war. Es ist ja nicht lange her. Nein, es ist wirklich nicht lange her. Und eben die moderne Entwicklung bestand darin, dass man zum ersten Mal ein Chemotherapeutikum gefunden hatte im Jahre 2004, welches eben doch auch in dieser Situation, wo Patienten durch die Erkrankung wieder Probleme bekommen, wirkt und man diese Chemotherapie mit Namen Docetaxel einsetzen konnte, im Übrigen das auch heutzutage wirklich standardmäßig macht, überwiegend ambulant die Patienten behandeln kann, also auch von der Lebensqualität eine Möglichkeit hat, wo der Patient eine gute Wirkung hat, also profitiert, auf der anderen Seite aber auch nicht viele Nebenwirkungen. Ich will es nicht verharmlosen, es ist eine Chemotherapie, aber unterm Strich eben nicht zu vergleichen mit solchen Chemotherapien, die heutzutage bei anderen bösartigen Erkrankungen stationär gemacht werden müssen über viele Wochen. Das ist nicht der Fall und das war sozusagen eine der ersten Veränderungen und Neuerungen beim hormonunabhängigen Prostatakarzinom, wo man zum ersten Mal eine Chemotherapie entdeckt hatte. Inzwischen gibt es auch eine weitere Chemotherapie, die man einsetzen kann, nachdem die erste nicht mehr wirkt. Und hier muss man vielleicht nochmal erklärend sagen, dass wir leider uns mit so einem Stadium, hormonunabhängiges Stadium, in einer Situation befinden, wo wir das Karzinom nicht heilen können. Es ist also eine Situation, wo häufig auch Metastasen vorliegen und wir den Tumor nicht heilen können, aber zumindest gut, effektiv für eine gewisse Zeit auch zurückdrängen können. Und das, wie gesagt, unter Inkaufnahme von überschaubaren Nebenwirkungen. Nun ist es klar, wenn sowas der Fall ist, dass der Tumor dann wiederkommen wird, dann ist sofort die Nachfrage nach einer weiteren Therapie da. Und da setzt sich das mit den modernen Medikamenten fort. Wir haben, wie gesagt, eine zweite Chemotherapie derzeit zur Verfügung seit 2 Jahren, mit der man wiederum zeigen konnte, dass Patienten profitieren, wenn man sie hiermit behandelt. Und das wäre der nächste Wirkstoff oder die nächste Gruppe. Wir haben auch sehr neue Medikamente, die nochmal aus dem Bereich Hormongruppe kommen. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob der Bereich denn da nicht weiter erforschbar ist, weil man sagt, es wirkt sowieso nichts langanhaltend. Das ist gut, dass Sie da nochmal gezielt nachfragen. Man muss nämlich nochmal feststellen, dass es ganz interessant ist, dass wir eigentlich jahrelang oder jahrzehntelang mit der Hormontherapie gute Erfahrungen gemacht haben, dann auch feststellen mussten, dass der Erfolg auch irgendwo limitiert ist, begeistert waren von den Ergebnissen der Chemotherapie und jetzt plötzlich wieder die Hormontherapie kommt. Hierzu vielleicht nochmal ein paar Erklärungen. Wir wissen, dass die Hormonsteuerung des Prostatakarzinoms über das männliche Geschlechtshormon Testosteron im Wesentlichen über die Hoden beim Mann läuft. Wir wissen aber auch, dass ein ganz geringer Anteil dieser Hormone in der Nebenniere gebildet werden. Und da ist es so, dass die bisherigen Hormontherapien, die man jahrzehntelang benutzt hat, im Wesentlichen die Steuerung über den Kopf, über die Hypophyse behandelt haben und damit zur effektiven Hemmung des Testosterons auch geführt haben. Wir vermuten aber, dass einer der Gründe, warum ein Prostatakarzinom eben wiederkommt, trotz Hormonkontrolle, die Testosteronbildung in den Nebennieren ist. Und hier ist es so, dass eben neue Hormonpräparate hier zur Verfügung sind, die sich so ein bisschen vereinfacht gesagt auf die Hormonunterdrückung unter anderem in der Nebenniere konzentrieren und damit erstaunliche Erfolge wieder geliefert haben, weil wir bei einem Tumor, der bislang als hormonunempfindlich galt, plötzlich andere Hormone
doch wieder wirken. Es hat dazu geführt, dass man die auch die ganze Krankheit umgetauft hat. Sie ist nämlich vorher hormonrefraktäres Stadium. Mhm. Nur wenn Hormone doch wieder wirken, dann kann es nicht hormonrefraktär sein. Sprich, man hat das Ganze etwas anglistisch umgetauft in kastrationsrefraktäres Prostatakarzinom. Und hier sind diese Hormone, zum Beispiel Wirkstoffe wie Abiraterone, wie MDV3100, also Namen, die auch so ein bisschen noch in der, im Vorstadium sind inzwischen entwickelt und die ersten Medikamente auf dem Markt. Und wir sehen eben bei Patienten, dass sie, nachdem die Chemotherapie nicht mehr wirkt und die erste Hormontherapie auch nicht mehr wirkt, dass eben diese Hormonpräparate doch bei einem Teil der Patienten nochmal anschlagen kann und das wiederum ohne wirklich größere Nebenwirkungen. Das hört sich danach an, als wenn es bei dem Thema gerade richtig brodelt und da viel ausprobiert wird und vor allem Hoffnung macht. Absolut. Also ich denke, man kann sagen, dass sich in den letzten 10 Jahren für einen betroffenen Patienten mit diesem nicht mehr hormonabhängigen Tumorstadium wirklich vieles verändert hat. Viel Hoffnung da ist, die sich auch in gewonnener Lebenszeit widerspiegelt. All die Medikamente, die ich genannt hatte, sind in großen Studien untersucht worden, wo man auch Gruppen gebildet hat. Eine Gruppe, die behandelt wurde, eine Gruppe, die anders behandelt wurde oder mit Placebo behandelt wurde, wie man das im Allgemeinen bei Studien macht. Man hat klar zeigen können, dass es eben einen Überlebensvorteil gibt. Und das ist sicherlich ein großer Erfolg für diese Patienten, auch wenn wir in der Situation sind, dass wir es mit einer unheilbaren Tumorerkrankung zu tun haben. So ist es trotzdem doch eine Hoffnung und die Patienten bei guter Lebensqualität können gut behandelt werden. Ich will vielleicht noch gleich einen Satz sagen, wo wir bei modernen Medikamenten sind, auch zu der Sondersituation Knochen. Man darf vielleicht noch mal unterstreichen, dass beim Prostatakarzinom Metastasen in fast 80% in den Knochen auftreten. Mhm. Auch das ist biologisch kaum untersucht. Es gibt ja Tumorarten, die metastasieren in andere Organe. Beim Prostatakarzinom ist es der Knochen. Und auch hier haben wir neue Medikamente, die unseren Patienten in solchen Stadien sehr helfen, weil wir wissen, dass eine Knochenmetastasierung natürlich an sich auch ein Nachteil ist oder bedrohlich ist. Aber die Bedrohlichkeit ist eben dadurch begründet, dass die Metastasen Probleme machen. Sie können zu Brüchen des Knochens führen, sie können zu Schmerzen führen und all diese Dinge können durch moderne Medikamente, sei es die Gruppe der Bisphosphonate, eine Medikamentengruppe, die wir auch zur Behandlung der Osteoporose schon kennen aus der Medizin, oder seien es moderne Medikamente wie Antikörper, die man geben kann, um eben diese Komplikationen durch Knochenmetastasen beim Patienten positiv zu beeinflussen. Also auch da, es ist das Überleben, was wir verbessern wollen, ganz klar, aber es ist auch sozusagen das Leben mit der Krebserkrankung, die wir mit diesen Medikamenten lindern können und Patienten eben auch hier bessere Hoffnungen bezüglich ihrer Krankheit einfach geben können. Denn man darf ja, glaube ich, nicht vergessen, es ist eine Erkrankung, die ähnlich häufig vorkommt wie der Brustkrebs bei der Frau, ist das richtig? Genau, das ist eine wirklich vergleichbare Erkrankung. Es gibt viele Parallelen dieser Krebsarten, weil wir es mit Tumoren zu tun haben, die zum Teil auf Hormone auch ansprechen. Das ist eine Besonderheit. Gibt es eigentlich nur bei diesen zwei und vielleicht einigen anderen wenigen Tumoren noch. Und auch so das Verhalten, das Reagieren auf Therapien und auch die Häufigkeit, wie Sie sagen, ist vergleichbar. Und wir kennen das vielleicht alle aus unseren Bekannten- und Freundeskreisen, dass es immer mal wieder auch Betroffene sowohl für die eine wie für die andere Erkrankung gibt. Und ich denke, wir können trotzdem Patienten da heutzutage ganz gut helfen. Das war ein schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich fand, das war eine sehr, sehr anschauliche Darstellung und vor allem Erklärung des Themas. Vielen Dank, Professor Dr. Wülfing. Vielen Dank. Und auch Ihnen danke ich natürlich recht herzlich fürs Wieder-Reinklicken. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen weiterhelfen bei dem Thema. Und ich kann Ihnen nur anbieten, nächste Woche wieder reinzuschauen bei www.asklepios.com/Nachtvorlesungen. Und zwischendurch, falls Ihnen langweilig werden sollte, können Sie natürlich auch immer reinschauen, denn wir haben eine ganze Liste voller Themen, über die Sie sich jederzeit informieren können. Ich sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.